Die Berliner Regierung ist entschlossen, die Geflüchteten aus der Schule in der Ohlauer Straße, alle, einschließlich der vielen Roma-Familien und der vielen Kinder, zwangsräumen heute. Es gab um 9 Uhr die Sitzung des Berliner Senats mit der Entscheidung zu räumen. Im Moment gibt es einen sehr großflächigen Polizeieinsatz. Reichenberger, Ohlauer, Wiener und so weiter mit mehreren hundert Polizeieinheiten, Wannen und Absperrgitter. Und innerhalb der Schule befindet sich Vertreter des Bezirksamtes, die versuchen, Geflüchtete dazu zu bringen, dass sie bereit sind, die Schule selbst zu verlassen, um in ein angeblich leerstehendes Flüchtlingslager in Charlottenburg zu gehen. Und die Roma-Familien haben das Angebot für wahrscheinlich 14 Tage, wie bekannt bei den Wanderarbeitern aus der Eisfabrik, in ein Hostel zu gehen. Das ist der Stand. Wenn das Angebot nicht angenommen wird, wird zwangsgeräumt? Sicher. Viel Glück, könnt ihr brauchen. Aufrufen, es wird die Falle frei. Frieden haben wir, der Frieden soll uns frei. Ein, Hans Geländer. Hab ich rechts weiter.